alle zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, fleißig vor dem Computer nach einer langen Schulwoche. Wir freuen uns, dass du da bist. Genau, wir begrüßen euch hier aus unserem Musical, Mini-Musical-Kids-Studio. Mit einem Corona-Kurs, wie immer. Genau. Jawohl. Ja, es ist hier richtig gigantisch. Wir haben noch mehr Scheinwerfer gekriegt, hast du das gemerkt? Ja, es ist hell. Ihr könnt uns jetzt noch besser sehen als noch schon vorher. Genau. Und wir hoffen, es wird wieder eine tolle Übungssession mit euch. Mit ganz viel Spaß, Freude. Ja. Und wir hoffen sehr, dass dieses Mal ein paar mehr Leute den Stream einschalten. Es waren nicht so alle dabei beim letzten Mal. Komm. Ich weiß nicht, woran es lag. Habt ihr es verpennt oder habt ihr was anderes gemacht? Meldet euch einfach mal dazu. Ne? Wäre für uns mal ganz wichtig zu hören, wie das bei euch so ankommt. Vielleicht habt ihr auch einen Lieblingsliedwunsch. Wir sind offen. Oh ja. Genau. Genau. Und wir starten. Wir wollen gar nicht viel quatschen. Du brauchst deine Hände, du brauchst deinen Bauch, deinen Po, deine Schenkel. Schenkelbauch, Schenkelbauch, diesen Rhythmus kann ich auch. Schenkelpo, Schenkelpo, diesen Rhythmus ebenso. Schenkelwangen, Schenkelwangen, so hat manches angefangen. Schenkelnas, das macht Spaß von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis Fuß. Schenkelbauch, Schenkelbauch, diesen Rhythmus kann ich auch. Schenkelpo, Schenkelpo, diesen Rhythmus ebenso. Schenkelwangen, Schenkelwangen, so hat manches angefangen. Schenkelnas, das macht Spaß von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis Fuß, ja! Oder wir hoffen, ihr erinnert euch noch. Auf dem Stuhl bequem sitzen ist da mit dem Po ein bisschen schwierig, aber setz dich ruhig bequem hin. So, dass du genug Luft bekommst, vielleicht nicht so, aber wir starten. Mal gucken, ob du es errätst an meinen Bewegungen. Ja, ne? Wir machen es so, Hennes und ich singen einmal zusammen und dann starte ich mit den Tieren und Hennes mit dem Rest und dann tauschen wir. Du darfst dir heute aussuchen, singst du mit Hennes oder singst du mit mir? Locker machen, Schultern bewegen, lächeln und los geht's. Nasen, Elefant und Krokodil schwammen mal in Afrika im Nil. Da kam ein Gorilla mit der Kokosnuss, schlug die Schale auf und warf sie in den Fluss. Was für ein Theater, denn die Schale fiel auf Nashorn, Elefant und Krokodil. Nashorn, Elefant und Krokodil schwammen mal in Afrika im Nil. Da kam ein Gorilla, der Kokosnuss, schlug die Schale auf und warf sie in den Fluss. Was für ein Theater, denn die Schale fiel auf Nashorn, Elefant und Krokodil. Nashorn, Elefant und Krokodil schwammen mal in Afrika im Nil. Da kam ein Gorilla mit einer Kokosnuss, schlug die Schale auf und warf sie in den Fluss. Was für ein Theater, denn die Schale fiel auf Nashorn, Elefant und Krokodil. Sehr gut gemacht, gar nicht so leicht, ne? Sich zu orientieren, wann singe ich und wann muss ich ganz leise sein. Die Bewegung kannst du immer mitmachen. Ja, jetzt kommt nun doch mal ein bisschen etwas anderes. Wir hatten ja erst gesagt, wir wollen in diesen Chortraining-Special eigentlich nur Lieder singen, die wir alle schon kennen. Aber wir haben uns gedacht, wäre es doch mal schön, auch etwas anderes zu hören und vielleicht auch zu lernen, wenn ihr Lust habt. Wir machen das jetzt nicht so intensiv.
Wir singen das einfach mal vor und das ist relativ einfach und ich denke, ihr schafft das. Es geht ein bisschen Richtung Weihnachten, das Lied. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für uns als Retter und Herr. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für dich und mich. Mal sofort. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für uns als Retter und Herr. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für dich und mich. Zwischendurch mache ich mal die erste Strophe, damit ihr wisst, wie das Lied so abgeht. Und wir bewegen uns ein bisschen. Er ist Herr der ganzen Welt, darum mach dich auf den Weg. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Oh, Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für uns als Retter und Herr. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für dich und mich. Und ein letztes Mal. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für uns als Retter und Herr. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für dich und mich. Nicht schwer, oder? Nee. Nee. Und es ist ja nur noch eine kurze Zeit, bis wir dieses Kommen feiern dürfen. Ja. Weihnachten. Wir basteln schon fleißig Geschenke in der Schule. Oh. Vielleicht habt ihr auch schon Ideen oder einen Wunschzettel geschrieben. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Genau. Aber in der Zwischenzeit haben einige von euch auch schon was anderes gefeiert. Ja. Es gab ein paar Geburtstage, ja, oder? Der Paul hatte Geburtstag. Oh. Und die Amy hatte Geburtstag. Und da müssen wir natürlich singen. Oh ja. Gerne machen wir das. Auch wenn wir es nicht live machen können. Wir hoffen, ihr freut euch und lasst euch ordentlich feiern. Immer schön lächeln beim Singen, da klingt das noch schöner. Alles Gute im neuen Jahr. Alles Gute im neuen Jahr. Ganz viel Glück, Gesundheit und was du dir wünschst. Alles Gute im neuen Jahr. Mehr Lachen als Weinen, mehr Freude als Leid und dass Träume sich erfüllen. Mehr Freunde als Feinde, mehr Farbe als Grau und Liebe. Und alle. Alles Gute im neuen Jahr. Alles Gute im neuen Jahr. Ganz viel Glück, Gesundheit und was du dir wünschst. Alles Gute im neuen Jahr. Mehr Sonne als Wolken, mehr Wärme als Frost. Und dass Menschen dich nicht kränken. Mehr Freizeit als Arbeit, mehr Urlaub als Stress. Und Liebe. Alles Gute im neuen Jahr. Alles Gute im neuen Jahr. Ganz viel Glück, Gesundheit und was du dir wünschst. Alles Gute im neuen Jahr. Happy Birthday! Ja, Paul und Amy, alles, alles Gute, Gottes Segen, Gesundheit und ganz viel Spaß in eurem neuen Lebensjahr. Genau. Es ist ja noch nicht Weihnachten,
Aber wir haben trotzdem eine Überraschung für euch. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht schon ein bisschen herumgesprochen hat. Wir können ja leider kein Weihnachtskonzert veranstalten. Und das war letztes Jahr so toll. Genau. Ich hatte so oft Gänsehaut und ja, so viel Spaß. Wir alle. Wir haben alles versucht irgendwie und hatten auch schon Pläne. Aber dann wurde das leider nicht nur von der Kirche, sondern auch von anderen Veranstaltungsorten leider abgesagt. Aber Hennes, wir machen doch das Beste daraus. Genau. Und darum geht's jetzt. Ihr dürft dabei sein. Wir machen ein online super Weihnachts-Experience, ein Erlebniskonzert, wo ganz viele vom Chor dabei sein werden. Ist das nicht cool? Ja, aber ihr fragt euch, wie wir das machen. Wie geht das denn mit so vielen? Ja, wir haben uns Folgendes ausgedacht. Ihr dürft, wenn ihr mögt, euch ein Weihnachtslied aussuchen, dieses Weihnachtslied dann aufnehmen, zu Hause, mit dem Handy oder wenn ihr eine Kamera habt, ist egal. Auf die Qualität kommt es jetzt nicht so drauf an, sondern wir wollen einfach wissen, ob euch ja was Tolles einfällt, ein tolles Weihnachtslied. Und dieses Lied schickt ihr uns. Und das Gleiche machen auch die großen Musical Kids. Und dann setzen wir uns zusammen und schauen mal, weil alle, je nachdem wie viele kommen, alle können wir vielleicht nicht berücksichtigen, aber wir wollen so viele Lieder wie möglich in dieses Programm packen. Und wenn ihr dann ausgewählt werdet und dabei seid, dann werdet ihr hier eingeladen in unser tolles Studio hier. Ist ja schon sowas wie ein Studio. Wir haben hier hinten die Techniker sitzen, die ihr ja wie immer nicht sehen könnt. Und dann werden wir dieses Lied mit euch hier in diesem Studio aufnehmen. Und ja, ich hoffe, dass macht euch Spaß und motiviert euch, euch ein Lied auszusuchen und dieses Lied dann auch aufzunehmen und zu schicken. Wir sind total gespannt. Denkt genau euch was richtig Schönes aus und schickt es uns. Wir freuen uns. Boah, ich bin so gespannt. Ich auch. Was kommt. Okay, wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr gerne uns eine WhatsApp oder Mail schreiben und wir versuchen dann alle offenen Fragen noch zu klären. Okay, aber jetzt wartet ihr bestimmt schon, wenn ihr letztes Mal dabei wart, auf die Fortsetzung unserer Geschichte. Nathalie hat ja letztes Mal angefangen, von diesem Baumhaus euch etwas weiterzugeben. Und heute geht es weiter. Wo sind wir? Philipp sah aus dem Fenster. Dann blickte er auf das Bild in dem Buch, dann wieder aus dem Fenster. Die Welt draußen vor dem Fenster und die auf dem Bild sahen absolut gleich aus. Der Pteranodon segelte über den Himmel, ein schweres Wort. Der Boden war mit riesigen Farnen und hohen Gräsern bewachsen. Ein Fluss schlängelte sich durch die Landschaft. Philipp sah einen Hügel und in der Ferne Vulkane. Wo sind wir denn? Stammelte Philipp. Der Pteranodon landete am Fluss des Baumes und saß ganz still. Was ist passiert? Fragte Anne. Sie sah Philipp an. Er sah sie an. Ich weiß auch nicht, sagte er. Ich habe mir dieses Buch angesehen. Und dann hast du gesagt, oh Mann, ich wünschte, ich könnte so ein Pteranodon mal in Wirklichkeit sehen, wiederholte Anne. Genau, und dann haben wir eins gesehen, im Wald von Pepper Hill. Ja, und dann
wurde der Wind so stark und das Baumhaus hat sich gedreht, sagte Anne. Und jetzt sind wir hier gelandet, sagte Philipp. Und jetzt sind wir hier gelandet, wiederholte Anne. Das bedeutet, sagte Philipp. Das bedeutet, was denn? Fragte Anne. Nichts, sagte Philipp und schüttelte den Kopf. Das kann alles gar nicht wahr sein. Anne sah nochmal aus dem Fenster. Aber es ist echt, sagte sie, sehr echt sogar. Philipp sah auch aus dem Fenster. Der Pteranodon saß am Fuß der Eiche wie eine Wache. Seine riesigen Schwingen hatte er zu beiden Seiten ausgebreitet. Hallo, rief Anne nach unten. Psst, machte Philipp. Wir dürften bestimmt nicht hier sein. Aber wo ist hier? Fragte Anne. Keine Ahnung, antwortete Philipp. Hallo du, rief Anne dem Tier da unten zu. Der Pteranodon sah zu ihnen hoch. Wo ist hier? Fragte Anne das Tier. Du spinnst ja, das kann doch nicht sprechen, sagte Philipp. Aber vielleicht steht ja in dem Buch etwas. Philipp sah in das Buch und las den Text unter dem Bild. Dieses fliegende Reptil lebte in der Kreidezeit und starb vor 65 Millionen Jahren aus. Nein, unmöglich. Sie konnten doch nicht in die Kreidezeit gereist sein. Philipp, sagte Anne, ich glaube, es ist nett. Nett? Ja, ich merke das. Lass uns runtergehen und mit ihm reden. Mit ihm reden? Anne kletterte schon die Leiter hinunter. Warte, rief Philipp. Aber Anne kletterte weiter. Bist du verrückt? Schrie Philipp. Anne sprang auf den Boden. Ohne sich zu fürchten, trat sie auf diese uralte Kreatur zu. So sah die aus. Okay, bis hierhin. Dann wollen wir mal gucken, was nächstes Mal passiert. Die ist ganz schön mutig. Boah. Was da wohl passiert? Vielleicht hast du eine Idee. Ja, könnt ihr mal raten. Ja, und uns gerne schicken. Okay, jetzt habt ihr es euch ganz gemütlich gemacht. Ja. Hoffentlich ist keiner eingeschlafen. Hoffe ich nicht. Und wir haben uns jetzt was Aktives genau. überlegt. Genau, jetzt werdet ihr munter gemacht. Wir machen Stopptanz. Wir haben hier ganz tolle Technik hinten. Und ich habe ein Lied rausgesucht, das heißt Das Wetter. Und im Moment ist das Wetter manchmal ganz toll, die Sonne scheint, dann regnet es und es gibt immer verschiedene Kommandos. Ich verrate dir erstmal zwei Kommandos. Wenn die Musik stoppt und ich sage Blitz, musst du dich ganz schnell auf den Boden hinlegen. Ich kann dir das leider nicht vormachen, dann siehst du mich nicht mehr. Aber du legst dich ganz schnell hin. Und wenn ich sage Hagel, musst du dich verstecken. Vielleicht sitzt du gerade auf einem Stuhl oder vielleicht hast du einen Tisch in der Nähe. Bei Hagel müssen wir aufpassen, dass uns der Kopf nicht kaputt gemacht wird. Du musst dich ganz schnell schützen unter einen Tisch. Also die Technik muss gleich immer wieder zwischendurch einmal schnell Stopp drücken. Und bis dahin können wir uns einfach bewegen. Wenn du magst, kannst du gerne aufstehen, geht aber auch im Sitzen. Mal gucken, was das Lied so hergibt. Mach dich schon mal locker. Erstmal ganz leise. Nebelschwaden, Nebelschwaden, kriechen ganz gerne auch die Arme durch den Fenster. Den Nebel nachmachen. Kriechen. Wo ist euer Blumentopf? Aber nicht in meinen Kopf! Das Wetter, das Wetter, ich bin wieder. Schön abgehen! Oh.
Stopp, liebe Technik. Wir haben ja auch Kommandos. Schnell, Blitz. Das war ganz schnell auf den Boden legen. Hennes macht das vor, aber ich glaube, ihr seht ihn nicht. Ganz schnell auf den Boden legen. Habt das sehr gut gemacht. Und die Musik geht weiter. Und es wird wieder ruhiger. Regen. Macht mal die Regentropfen nach. Aber nicht in mein Gehirn. Das Wetter spielt wieder mal verrückt. Man könnte verzweifeln, wenn man hinauf zum Himmel blickt. Wir hätten... Und Hagel, schnell unter einen Stuhl, unter Tisch, irgendwo. Nee, das sind die Notenständer. Super, und weiter. Und gleich kommt noch ein Kommando, und zwar Sturm. Du musst dich ganz schnell irgendwo festhalten. Jetzt kommt der Schnee. Einmal fein und einmal grüber macht die Erde weiß und still. Aber ich sing, wann ich will. Und halte dich irgendwo fest. Ich nehme den Notenständer, hier den Mikroständer. Und den ist auch. Und weiter geht's. Zweifel, wenn man hinauf zum Himmel blickt. Oh, nochmal. Blitz, ganz schnell auf den Boden legen. Seid ihr schnell genug, damit uns der Blitz nicht trifft. Sehr gut, weiter geht's. Wie kann man nur so launisch wie das Wetter sein? Und das habt ihr klasse gemacht. Super, super. Wenn du stehst, bleib direkt stehen. Gott hat der Nacht die schwarze Farbe geklaut. Unser letztes Lied. Mach die Hände breit. Klatschen. Auch wieder bewegen. Lockern. Klatscht in die Hände. Und ruft es laut. Gott hat der Nacht die schwarze Farbe geklaut. In alles Dunkle, in jede Nacht, hat Jesus uns ein helles Licht mitgebracht. Wenn ich mal traurig bin, dann ist er mir nicht fern. Ich kann ihm alles sagen und er hilft mir gern. Klatscht in die Hände und ruft es laut. Gott hat der Nacht die schwarze Farbe geklaut.
Könnt ihr euch noch dran erinnern? Lange ist es her, dass wir das gemacht haben. Ich habe auch noch mal den Text hier rausgekramt. Alles konnte ich nicht mehr auswendig. Aber ihr konntet das noch, ja, oder? Ja. Ihr könnt euch das besser merken. Mann. Ja, ich glaube, die Zeit ist schon wieder. Unglaublich. Das geht jetzt so schnell. Aber das bedeutet, wir hatten genug Freude heute, dass wir die Zeit sogar vergessen haben. Ja. Wir wünschen euch nur das Beste. Bleibt gesund, singt weiter, guckt euch die anderen Chorvideos an oder singt beim Plätzchenbacken. Genau. Und vergesst nicht, ein Weihnachtslied auszusuchen und aufzunehmen. Ja, richtig. Ja? Ja. Wir sind wirklich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall. Es wird ein super tolles Weihnachtskonzert. Erlebnis. Wir verabschieden uns nochmal mit dem Corona-Kuss. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.